Guten Morgen Leute, heute zweiter Tag der Ausbau oder der Umbau besser gesagt. Heute habe ich vor, hier das hintere Teil vom Dach zu isolieren. Also fange ich jetzt mal hier an. Hier lasse ich noch aus, weil hier muss ich ja noch Loch rausschneiden für die Luke. Und dann mache ich das bis nach hinten, wird das voll jetzt wieder mit der Alma Flex zugeklebt. Der Himmel kommt runter, wird sauber gemacht wieder, weil da ein bisschen verstaubt ist. Aus dem Grund muss ich den sauber machen. Und wie gesagt, mache ich das Dach heute fertig und dann von hinten fangen wir an und machen wir unter die Seitenwände zu isolieren. Und ja, jetzt geht's los. Ich vergesse unseren Kanal zu abonnieren, weil wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann könnt ihr komplett sehen, wie das Fahrzeug aussehen wird, wenn es alles fertig ist. So Leute, wie ihr seht, der Himmel ist runter. Da gehen einige Klipse dabei kaputt. Da sieht man ja die kleine graue Klipse. Der ist auch kaputt. Die muss ich dann neu kaufen, aber das ist ja nicht die Welt. Die Kabel hier, das ist die Beleuchtung von dem Bus, die werden stillgelegt. Die brauche ich nicht, weil ich hier ein Board machen werde mit LEDs und mit undirektem Licht. Die Kabel werde ich natürlich nicht abschneiden, sondern mache ich die mit Kabelbänder hier oben fest und dass die nicht kleppern und scheppern während der Fahrt. Und ansonsten fangen wir jetzt an hier mit dem Teil komplett hier das Dach zu isolieren. Auch hier die D-Säulen frei von dem Verkleidung hier. Das werde ich dann mit Filz belegen. Und ja, und jetzt schauen wir mal, dass wir das alles wegkriegen. Hier sind ja solche Klipse. Und das muss man mit Vorsicht genießen, dass man die nicht kaputt macht. Sonst muss man die nachher neu kaufen. Und wenn man es vorsichtig damit umgeht, dann gehen die ja nicht kaputt. So, da sieht man ja, wie man vorsichtig damit umgeht. Das ist ja immer, wenn man gutes Werkzeug hat, funktioniert alles gut. Zack, und der Clips ist draußen. Das nächste, wie ihr seht, da habe ich schon einen Teil zugeklebt. Und jetzt wollte ich euch zeigen, wie ich das mache. Ich tue das einfach mit der Bremse reinigen, erstmal die Oberfläche grundreinigen. Das heißt, dass es vom Fett und vom Unreinigkeit sauber mache, so dass es der Kleber besser klebt an der Oberfläche. So. Amaflex hat da wunderschöne hier auf der Folie hinter so Linien, an denen man sich orientieren kann. Hier, man sieht ja quer und längs, und mit dem Teppichmesser einfach nur rein, und die Breite habe ich mir abgemessen, 55 cm fürs Dach. Dann stecke ich einfach hier rein und dann ziehe ich die Linie entlang. Wunderbar funktioniert das, wenn es ein bisschen hakt, kann man nachdrücken. Und so ziehe ich das durch und habe ich schöne gerade Kante. Wunderbar, wie ihr seht, kommt ja sauber raus. Und jetzt als nächster habe ich mir schon die Maße zugeschnitten, die Länge. Und jetzt passe ich das da an. Dazu nehme ich mir ein Stück hier weg von der Folie, von der Schutzfolie. Nicht alles, immer nur stückweise, dass das sich nicht verzieht. Das ist einfacher dann zum Kleben und zum Gucken, ob es alles sauber eingeklebt ist. So, Leute, gucken wir mal. Und dann schwitze.
die Folie abziehen. Und so weiter. So, und jetzt schon mal die Hälfte schon drinnen. Nicht nur vom Wärme, wie gesagt, aber auch vom Geräusch. Schenk, was da geworden ist. Aus einem Stück. So. Muss man immer hier am Ende aufpassen, dass es schön wisst, wo er hinkommt. Deswegen immer nur stückweise es reindrücken. So, das war's. Das sieht jetzt schon mal gut aus. Die Teile, die Rahmenteile hier, die bleiben offen. Die werde ich dann noch mit dem Folie bekleben bzw. mit Bauschaum spritze ich das aus. Und hier wird der Himmel hier befestigt. Und es kommt hier bis an die Decke dran. Und deswegen kann ich da jetzt nicht besonders viel draufkleben. Sonst habe ich nachher keine Möglichkeit, den Himmel zu befestigen. Hier die Kabel von der Beleuchtung, das war ja Bus, das habt ihr ja bestimmt schon in einem Video gesehen, das war Bus mit Sitze, deswegen war ja hier eine Decke Beleuchtung. Das sind die Kabel und die habe ich jetzt hier weggemacht, hinter komplett, die werden stillgelegt, die brauche ich ja nicht, beziehungsweise werde ich sie verlängern und hier in der Mitte unter werde ich ja Bodenbeleuchtung machen. Das sind ja, die gehen ja immer an, die Lichter, wenn man die Türen aufmacht. Und aus, wenn man es wieder zumacht. Man könnte das umschalten und sagt, das will ich aber nicht. Ich würde hier eigene Stromversorgung machen für den Wohnraum hier hinten. Und da wird die Batterie vom Fahrzeug komplett von dem Wohnraum hier getrennt, dass man die nicht leer zieht. Und aus dem Grund würde ich die Kabel entweder verlängern und Bodenbeleuchtung draus machen. Oder würde ich die stilllegen, die würde ich ja nicht brauchen. Toll. Ich muss nur Mühe lernen. Es geht voran. Wir haben jetzt 15 Uhr. Also es geht langsam. Es hat viele kleine Schnitte gehabt und gut, die Decke ging ja recht schnell, aber die kleinen Ecken hier, die Türen oben, unten, da sieht man, das ist hier alles schon sauber verklebt. Ganz unter macht man nicht, weil da muss die Öffnungen bleiben, dass das Wasser abfließen kann. Wir haben hier hinten auch schon alles fertig. Und hier oben, jetzt gehen wir hier nach vorne und lassen wir das letzte Stück noch isolieren und dann, das war's dann wahrscheinlich für heute, mehr schaffen wir nicht. Dann würden wir morgen wieder weitermachen. Nächster Tag. Wir sind gestern fast fertig geworden mit der Almaflex. Die Wände sind alle isoliert. Hier haben wir noch freigelassen, weil hier kommt ja noch Dachluke. Das wollen wir heute vorbereiten. Für dann demnächst Loch rausschneiden und das Dachfenster einzubauen. Und heute ist uns noch geblieben, weil wir irgendwie eine Schraube verloren haben. Machen wir heute den Sitz fertig befestigen und die Handbremse hier und die Feststellbremse, die müssen wir auch befestigen, weil die Schrauben, die da mit der Drehkonsole dabei waren, die waren etwas zu lang und das kann man ja nicht ganz festmachen. Deswegen haben wir kürzere Schrauben besorgt und das werden wir dann machen heute. Ja, und dann vorbereiten vom Dachluke. Und dann schauen wir mal, was für Material das wir noch brauchen. Machen wir den Boden frei hier heute, die Platte machen wir frei. Das wird wahrscheinlich dann auch
schon vorbereitet zum Rausnehmen und zum neue Platte belegen. Ja, und dann noch die Kleinigkeiten werden wir heute vorbereiten, sprich Wassertank. Würden wir den richtigen Platz schon raussuchen und die Form von dem Wassertank, was wir da einbauen werden. Platz für die Batterie, wo wir das alles verbauen werden, das wird man schon heute vorbereiten. Ja, und dann, also da steht noch eine Menge Arbeit die heute und wir werden dann nach und nach noch etwas zeigen. Also,